Aber gut, für den Sitcom ist auch schwierig, ne, dass wir hier mit der Primetime bei RTL heute am Samstag haben. Ja, du meinst RTL 2. Ja, RTL 2, Entschuldigung. So, jetzt können wir von außen gucken. Ja, oh, das ist schon echt ein geiles Schiff, ne? Muss ich wirklich sagen. Gefällt mir richtig gut. Aber es ist halt leider auch zu teuer. Ja, das ist gerade im Atmosphärenflug, kommst du da nicht weit. Also da bist du immer so bei 200 Meter pro Sekunde, 200 bis 300. Mehr geht da gerade nicht. Ich hoffe, das ändern die noch, weil Fliegen über den Mond oder über den Planeten wird somit echt total öde. Weil du kannst halt kaum Gas geben. Also ich bin jetzt hier bei 30.000 Metern und habe knapp 400 Sachen drauf. Ja, okay. Ja, die Retro-Traster, die geben auch hier richtig Gas, ne? Eigentlich müsstest du rückwärts fliegen. Aber wie gesagt, geiles Schiff. Ja. Ich fand die Sonderedition in Orange, fand ich noch fast ein bisschen geiler. Aber es ist halt viel zu teuer, ja. Für so eine Orga, wenn man zusammenlegt, ist das schon geil. So, aber... Kuckuck! Ja, sieht von außen noch richtig cool aus, die Kiste. Ja. Hallo! Mein Ärmchen kann ich winken hier. Was macht er denn mit seinem Arm da drinne? Naja. War schon lustig. War schon auch geil aus, ne? So, genau. So, dann haben wir hier noch die Möglichkeit. Ja, wir sind jetzt ja hier im Turret. So. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier noch was einzustellen, glaube ich. Ey, was ist denn das für eine Kamera, wenn ich Y gedrückt halte? Weißt du das? Ah, das ist... das ist die, die Rückkamera. Kannst du da hinten aus dem Schiff rausgucken. Ah, falls, ja, verfolgt, falls du verfolgt wirst. Voll gut. So, und wir können hier nämlich jetzt hier noch einige Sachen einstellen. Ja? Tag, erstmal können wir von hier Landerlaubnis erbitten. Das ist ganz geil. Wir haben hier echt richtig viele Möglichkeiten. Das ist nicht nur so ein ödes Turret. Ja, dann haben wir... So, jetzt gleich aus der Atmosphäre raus. Alles klar. So, dann können wir hier den Fire-Mode ändern. Ja? So, hier. Na, das ist so. Und dann können wir das nochmal hier ändern, nämlich. Zack. Jetzt haben wir Straggles. Und jetzt ist das so, der wechselt jetzt so dick, 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 her, hin und her. So, ne? So, aber ich finde den anderen eigentlich ein bisschen geiler. So. Und dann haben wir noch, was haben wir hier noch? Ah ja, hier können wir die Sensitivität einstellen, ja. Hier können wir hier drücken, seht ihr da oben? Dieser Strich, ja. Der geht weiter und dann ist das halt extrem sensitiv. Ja, also empfindlich. So auf Deutsch. So, und das können wir dann natürlich auch noch wieder resetten, das Ganze. Ja, also wir können einiges einstellen. Und hier haben wir noch Switch to Gyromode. Ja, und der Gyromode. 700 Kilometer knapp, ob ich denn über den Orbitalmarker komme. Der Gyromode heißt sowas wie, wenn wir jetzt diesen Mond anvisieren, ja, und der Finjay. Der dreht sein Schiff, dann ist er jetzt ist der Mond weg. So, aber wenn wir den Gyromode aktivieren, dann bleiben wir und bleibt unser Turret auf dem Mond. So, es ist ein bisschen angenehmer. So, so sind wir optimal eingestellt. Oh, sieht so geil aus, ne? Mega, voll gut. So sind 235 Kilometer wie meine. Also so. Ja, den machen wir fertig. Muss mal gucken, vielleicht kannst du noch anspringen, aber das musst du übers Mobilglas machen. Ja, ich glaube, warte mal. Ich glaube, warte mal. Oder wir springen sie auf die andere Seite von der Area. Jo, das war der kürzeste Quantum-Drive der Geschichte. 3 Meter. So, ich überlege gerade, wo es für uns besser ist. Ist unten das Turret besser? Oder ist oben das Turret besser? Ich glaube fast unten, ne? Ha, ich glaube, wir gehen mal nach unten. Das ist geiler, glaube ich. So, weil wir sind dann einfach näher beim Finjay vorne. 190 Kilometer. Alles klar, ich bereite mich vor. So, jetzt würde man normalerweise... hier sagen, alle Mann auf Gefechtsschutzzone, obwohl das wird man wahrscheinlich jetzt nicht machen. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden.
Ach, ich habe nur gesagt, jetzt würde man normalerweise sagen, alle Mann auf Gefechtsstation. Und dann habe ich gesagt, ach nee, würde man eigentlich nicht sagen, weil man ja hier im Raumkampf ist. Das würde man ja eher sagen, wenn man auf dem Mond dann irgendwann. So, ne? Mit seinen 20 Leuten hier. 20 Soldaten. An die Leiter müsst ihr nur rangehen. So, Jungs, ne? Seid ihr bereit? Wer mit uns fliegt, der hat's nicht einfach. So, hier ist besser. Hier sind wir direkt unterm Finjay. So. So, 135 Kilometer noch. So, hängen wir hier in der Kiste. Machen wir das Ganze mal an. Zack. Ja. So, die Sensibilität ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Dann switchen wir noch den Fire Mode. Was war das? Switch to Fire Mode. Switch to Gyro Mode. Genau, Gyro Mode machen wir auf jeden Fall an. Und Fire Mode switchen wir auch. So, 100 Kilometer noch. Ach nee. Geht nochmal ganz schnell für kleine Finjis. Hier, aber wie gesagt, eine Tür zumachen. Da oben dann, ne? Und spülen. So, hier in dem Turret haben wir jetzt nicht so viel zum Einstellen, obwohl wir können wahrscheinlich hier über... Ah ja, wir können alles machen, ne? Richtig gut. So, können dem Finjay hier die Waffen ausmachen? Nerd. Ne, können wir nicht. Boah, hier, mit nichts angezeigt. Mantis, ja gut, das ist ein. Okay, das sind nur unsere. Ja, das sind unsere hier. Eine, obwohl eigentlich haben wir zwei, ne? Ach ne, das ist nur die Gruppe. Genau, ich verwechsel das jedes Mal. So. Sollen sie den Nebel rollen hier, oder was? So, auf jeden Fall können wir hier viel machen. Ja, können wir hier auch Landerlaubnis erbitten und Power-Einstellungen, Geschichte machen und so. Ha, schon gut. Den fertig, den Typen. Ja, dies mit dem Nebel ist doch auch neu, oder? Ich meine auch, ja. Aber das ist so ein Phänomen von diesem Spiel, dass man denkt so, oh, das ist neu. Und dann ist es gar nicht neu. Aber ich glaube, das ist neu. Die machen nämlich viel auch so, ohne dass es ankündigen, ne? Muss man echt sagen. Ja, und so was Fixes und so, das ist ja schnell weggepatcht oder so. Genau, aber das, diese Cloud hier, das ist neu. 100 Pro. Hier war noch kein Nebel im Verse. Kann mir erzählen, was er wollt. Willst du zurück? Hast du was vergessen? Also, ah ja, ja, klar. Logisch. So, zieh es nur 50 Kilometer weg. So, was mache ich mit meinen Beinen da eigentlich? Oh Mann, ey. Wui, wui. Ja, deswegen habe ich auch gerade erkannt. Du müsstest ein bisschen höher, geht das? Weil so komme ich nicht an den Willi ran. Kannst du noch höher? Ach Mensch, das ist ja auch meiner da oben. Ich dachte schon. Deiner wird mir ja gar nicht angezeigt. Ich irgendwie nicht. Der Grüne da unten? Boah, dann hast du einen Christian Crimestead. Das ist ein guter. So, jetzt müssen wir. Ah ja, jetzt haben wir ihn. So kommen wir jetzt nicht ran. Oder? Ach, da ist er. Hauptsache, der Finjay schert uns hier nicht ab. Das ist eine Saber, ne? Ist das eine Saber, ja, ne? Was ist das? Das ist eine Saber Raven, glaube ich. Nee, eine Saber Comet ist das, glaube ich. Das war auch selten, dass man sowas. NPCs sowas fliegen. Ja, wenn der jetzt noch fliegen könnte, dann würde er uns wahrscheinlich gnadenlos fertig machen.
Und ich komme hier ganz mit der Sensibilität hier klar, ne? Das ist wirklich übel mit diesen Turrets, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, weiß ich gar nicht. Ne, ich glaube nicht, aber... Genau weiß ich es nicht. Wie sieht's denn aus? Haben wir schon Schaden gemacht, oder? Sensibilität mal so ein bisschen genauer einstellen. Das ist irgendwie nicht so richtig geil. Gefällt mir nicht. Muss ich mal kurz machen hier. So, warte, wo war das hier? Sensibilität. So. Versuchen wir es erstmal so. So. Ich glaube, so ist ein bisschen besser. Obwohl, nee, ich glaube, die andere Richtung ist besser. Mal irgendwie. Leider die ganze Zeit klicken hier. Mit Knopf gedrückt halten und sehen das leider nicht. So ist halt ein bisschen besser. Ja, der zuppelt ganz schön, ne? Ach, geil, wie die Gatlings hier dampfen, ey. Oh, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Komm schon. Gleich haben wir keine Moon mehr. Es ist schon leer geschossen. Scheiße. Jawoll. So, und hast Crimestat gekriegt? Ja, ein. Ja, dann hast du ihn erledigt. Ja, da arbeitest du für den Feind. So, mal gucken, wie es bei mir ist. Element Target wahrscheinlich auch. So, dann muss ich fliegen jetzt, wa? So, mal tauschen. Übernehme ich mal hier jetzt Steuer. Ja, aber auf was für eine Art und Weise, ja. Das ist kein gutes Geld. Ich würde übrigens raten, in den unteren Turret zu gehen, weil der direkt unter der Kanzel ist. Das ist eigentlich so, oh. Diese Leitern, ne? Ja, wir sind Zauberer. So, jetzt wenn ich fliege, wird es übrigens mit Push-to-Talk ein bisschen schwierig, weil ich auf meinem Joystick das noch nicht eingerichtet habe. Aber wir kriegen es hin. Ne? Nur nicht wundern, wenn ich nicht gleich antworte. So. Irgendwie sehe ich keine. Hast du die Monitore gesehen? Waren die bei dir an? Was habe ich gesehen? Waren bei dir die Monitore an? Ja, waren sie. Also im Turret sind sie aber auch nicht mehr an. Okay, dann müssen wir blind fliegen. Egal, kriegen wir hin. So. Ja, wir können ja nach der Mission, können wir ja mal so für 5 Minuten Pause machen und vielleicht mal das Spiel neu starten oder so. Ja, genau. Und ich schließe meine erste Episode ab. Haha, gut, ne? Das müsste ich genau hinhauen. So, aber jetzt machen wir den erstmal kurz platt, den Kollegen da hinten. So, kurz das Mobilas aufmachen und mal gucken, wo der steckt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen woanders hier. Da, bei Ita hängt der rum. Ja. Hier, zack. Okay. Der ist bei Ita. Springen wir da erstmal hin. Ah, hier sieht man gerade echt nichts mehr, ne? Naja. Müssen wir nach Gefühl fliegen. Kein Problem. Geht auch alles. Ich brauche überhaupt keine Instrumente, ne? Ich könnte mit Augenbinde spielen. So, nämlich. So.
Ich lasse mich komplett von der Macht hier steuern. Wir können mal kurz in die Außenansicht gehen, wieder rein. Da sind trotzdem keine Instrumente da. Weg und wieder hin. Nerd. Zipcode-Weite ist noch entfernt. Der ist noch ein bisschen. Ich sehe halt leider nichts. Also weder Quantum Spool noch sonst irgendwas. Aber wird er dir denn angezeigt? Ja, er wird mir angezeigt. Das ist das Wichtigste. Ich meine, wer braucht den Quantum Spool, ne? Ich meine, das ist ja alles. Was für Anfänger. Oh, wir werden aus dem Quantum Drive geholt. Das heißt, es werden wahrscheinlich Feinde da sein, die uns jetzt angreifen. Die machen wir fertig. Vielleicht auch nicht. Jawohl, da ist einer. Das ist ein Schiff, ja. Wir sehen halt leider nicht. Ah, ist eine Cutty. Ja, aber die hat natürlich überhaupt gar keine Chance gegen uns. Wir werden da sowas von zerlegen. Wenn es jetzt ein kleineres Schiff gewesen wäre, hätte ich gesagt, die ist ein bisschen zu wendig, aber die Cutlass. Boah, also richtig. Power scheinen die Waffen irgendwie nicht zu haben, ne? Normalerweise müsste die doch schon lange platt sein, ey. Mann, die Waffen. Also. Oh, da sind noch mehrere. Boah, ja, das ist die Cutlass Gang. Da ist der erste. Zack. Da reicht den nächsten. Ja, das ist die Cutlass Gang, ist das. Ah, der hat sich auch gleich erledigt. Der dampft schon aus allen Rohren hier. Booms! So, der andere sollte sich jetzt besser verpissen. Hä? Ja, das war so ein bisschen blau. Ne, da ist noch einer. Ich hab noch ein Ziel. Was ist das? Marty Palmer? Ja, der müsste noch was sein, ja. Auch Palma de Mallorca genannt. Ganz bekannt hier im Verse. Oh nein, das ist eine Backe hier, ey. Das wird natürlich jetzt ein. Aber kein Problem. Kriegen wir hin. Ja. Dürfte eigentlich schnell erledigt sein, das Ding. Boah, der Sound, der lässt sich gerade zu wünschen übrig, ne? Das ist ein Remix. Boah, was sie aushält, ne? Das ist so krass. Die Backen hier. Komm schon. Ist dein Sound auch so mies? Ich hoffe, der Finger ist nicht schon wieder rausgeschmissen. Ah ne, er ballert noch. Erledigen, dann kümmern wir uns um das Soundproblem. So. Sagt es dein Sound auch so mies, dass das so unterbricht? Boah, die Musik ist gerade so. Ich verstehe kein Wort, was ich mal ganz so. So, ich glaube, wir haben sie alle, ne?
Ich glaube, wir haben sie alle. Oh, schnell weg hier. Ich wollte mit dem Sound, das wird sich wieder einkriegen. Hast du dein Geld schon gekriegt? Nee, das war der gar nicht. Das war nur so eine Zwischenmahlzeit sozusagen. Ich geh mal in den oberen Turret. Mach mal. So, jetzt ist der Sound auch wieder ein bisschen besser. Keine Ahnung. Lag, war wahrscheinlich einfach zu viel. Was sagst du? Hier ist der Blick ordentlich eingeschränkt. Ja, das meinte ich genau. Also ohne Instrumente zu fliegen, das ist nicht so einfach, ne? Aber das kriegen wir schon alles hin. Überhaupt gar kein Problem. So, fast da. Wo ist er? Da ist er. So, ich hoffe, den können wir noch anfliegen. Ah, so geht's nicht, aber vielleicht können wir es über das Mobiglas machen. Ah, nicht so richtig, ne? Ein bisschen blöd. Weil so ist er natürlich extrem weit weg. Gut, dann gibt es einen anderen Weg. Und zwar über den Orbit-Marker. Ja. Sind ballistisch, müsste eigentlich ja. So, müssen wir erstmal hier wieder zum nach ITA fliegen. Dann haben wir wieder den, den Orbitmarker und dann sollte er hoffentlich irgendwo beim Orbitmarker sein. Ja. So, wieder ein ganz kurzer Quantum Drive. Zack. Ja, keine Ahnung. So. Ich hoffe. Ist das der Orbitmarker da oben? Nee, das ist Magda. Boah, ich sag, das ist der Tauti. Die Treppe ist auch leicht Magie, ne? Was sind die Leiter? Ja, ja, Leitern sind immer noch ein Problem, ja, leider. Hm. So, guck mal, ob hier irgendwo ein Orbitmarker ist. Ah, hier, der ist gut. Den nehmen wir. Und ich würde sagen, danach wechseln wir mal dieses Buggy-Schiff, oder? Ja. Machen wir was anderes. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir noch eine Bunkermission hin. Ja. Vielleicht kriegen wir auch von irgendeinem Mission-Giver eine schöne Mission. Das würde mich freuen. So. 200 Kilometer. Dann sind wir da. Ich gebe mal hier Vollgas. Ich sehe zwar nichts, aber das müssen wir jetzt irgendwie blind machen. Jetzt sind wir auf jeden Fall sauschnell. Ah, doch jetzt geklappt. Oh, wir können da sogar noch hinfliegen, oder? Hä? Nee. Nee, können wir nicht. Ja, wahrscheinlich wieder so. Ist schon ordentlich dahin, aber ich habe auch schon richtig Sound-Aussetzer und sowas. Ja, ja, der Server ist dulle. Also der pfeift aus dem letzten Loch. Hier, schießt er auf uns, oder? Nee, das warst du gerade, ne? Ja, es ist, wenn man zu oft allein im Verse unterwegs ist, dann ist man sofort, wenn der Kollege schießt, oh nein, da ist einer. Ach nee, da sitzt ja noch einer im Schiff. So, wir geben mal Gas. Und dann, Ja, treibt sich da auch wahrscheinlich in diesem Nebel rum, ne? Ja, ja, das Problem ist nur, ich sehe überhaupt nicht, wie schnell ich bin. Also ich gebe jetzt gerade Vollgas, aber ich sehe halt nicht, ich sehe die Anzeige halt nicht und ich muss halt gleich auf jeden Fall voll in die Eisen gehen. Weil gleich kommen ja auch diese Asteroidentrümmer und so. Ja, wird schon schief gehen. Ne? Gar kein Problem. Ja, muss. Hör mal, wir sind voll Profis. Genau. Da wird uns ja so ein Asteroid nie
Ja, ich erinnere noch an unsere Koop-Folge mit der Conny, wo wir die da aus dieser Entfernung schon erledigt haben, die Jungs, ne? So, die Hälfte haben wir. Oh, da oben sitzt der Finjay drin, in seinem Torrid. Und wackelt. Er wiegt sich in den Schlaf. Wir müssen ja bald da sein. Moin, moin. Eier zu. 1A4T3U. Willkommen. Ich grüße dich ebenfalls. Der, dessen Namen ich nicht unmöglich wiederholen kann. So, jetzt sind wir fast da. Hat lange gedauert. So sind wir uns der Frey. Ja, ist ungefähr 40 Kilometer weg. Ich muss langsam in die Eisen gehen. Wunder dich nicht, ich fliege ein kompliziertes Manöver. So, also. Die Kappeln. Drehen. Bounty Hunter müssen Mission Interview. Zuerst habe ich ja weggemacht, damit ich ein paar Credits verdiene. Und jetzt ist es gut an. Allerdings jetzt erstmal abbremsen und dann wird das wahrscheinlich so zwei, drei Leute sein, die wieder wegmachen und dann hat das Intro auch wieder 5000 Credits gewonnen. So, gleich stehen wir da. So ein Schiff dauert natürlich Ewigkeiten, ne? Was ging schnell? Antworten. So, mal ein bisschen runtergehen hier. Wo ist er? Der Fraggle. So. Gleich kommt er. Ich sag dir Bescheid, wenn ich ihn irgen kann. So, jetzt. Du weißt nicht. Ich sehe ihn auch schon, aber ich kriege ihn noch nicht ins Ziel erfasst. Das ist natürlich auch wieder ein guter, ne? Ich kann ihn von hier einsehen. Ich kann nur blind feuern. Du musst eins drücken. Genau. Ja, ja, zu Hand ist ja klar, habe ich, aber das ist bei Ihnen des Servers durch. Ganz. So, müssen wir ein bisschen hin da. Ist ein bisschen weit weg, der Kollege. Nee, nicht von hier. Kannst einen Moon kaufen auf dem Rastplatz. So, jetzt machen wir fertig. Ach so, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Das Problem ist, wenn man sich zieht. Ich bin nicht noch gedekappelt und dann spinnt das Schiff immer so ein bisschen rum. Ja. Dann ist das total eierig, aber ich sehe es halt nicht. So, jetzt haben wir es. So, ein bisschen langsam ran. So. Wir werden auf jeden Fall auch einen Crime-Stat kriegen, ja. Haben ja die... Das ist wieder eine Saber Comet, glaube ich, oder eine normale Saber. Die hält ein bisschen was aus, aber gar kein Problem. Mach fertig. Und warum machen wir den fertig? Weil der nichts macht. Suchen wir mal einen Server, wo diese komische Meldung da oben nicht ständig kommt. Ich hätte gerne ein paar Granaten. Oder beziehungsweise. Ja, genau. Handgranaten hätte ich gerne. Hier. Missiles, ne? So, leider sehen wir gar nicht, ob wir Schaden machen oder nicht. Ne? Das
Das wird hier alles nichts angezeigt hier in der Bude. Das ist richtig, da schießen die sich alle. Ja, ich auch. Aber auch ein blindes Huhn trifft mal eine Saber, ne? Oh, aua! Ah! Oh. Jetzt gerammt der Sack. Immer daran vorbei zu gurken, sondern wir werden mal ein bisschen früher schon wenden und uns das so ein bisschen hinterherhängen an den Guten, damit er so schon mal rum ein bisschen Gas geben. Ja. So, dann ist das nicht ganz so. Ist ja nicht ganz so weit weg immer. Ne? Da muss ich die halt so ein bisschen einfangen, die Jungs. Auf den losballern, ne? Der hat aber auch wieder Schilde drauf. Junge, Junge, Junge. Ja. Ah, das ist die UI, die hat einfach die Power. Ja, das stimmt. Zumal ja mehr ewig gebraucht wird, das kurz zu entwickeln. Hier, der Finji, der redet mit seinem Chat, ja? Der soll ballern hier! Aua! Dass sie dazu so copy-paste-mäßig arbeiten. Aber ich glaube, dafür ist der Controller einfach zu sehr detailverliebt. So, das ist immer so gut, wenn man wendet und dann auf den Afterburner tickt. Ja, dann ist man schnell wieder dran. Jawohl. Was wollte er sagen? Das war einfach der Plan. Was wolltest du sagen? Alles gut. Der Kleine war die Antwort auf meine Frage. So, ich habe hier nichts an Anzeige, ne? Also ich bin komplett... Ich habe die 500 UEC bekommen, aber ich glaube, du solltest wieder fliegen. Ja, dann landen wir mal auf einen Claim auf den Rutschstoff, würde ich sagen. Eine super Idee. Aber du fliegst, okay? Gerne. Kein Bock mehr. So. Ja, wir können ja wieder hier in Lorville landen und mal gucken, ob wir ein Mission Giver hinkriegen. Können wir ab und zu mal ins Mobilglas gucken und dann mal schon mal annehmen. Ja, ich würde hier eher sagen, das wäre jetzt so mein Vorschlag, wir fliegen erstmal nach Lorville landen, sodass wir einen selben Respawn haben und dann sehen wir mal zu, dass wir einen schönen Server erwischen. Warum fliege ich eigentlich immer noch? Eigentlich bin ich jetzt schon total... So, ich steig mal aus. So, muss der Finja jetzt erledigen hier. Nochmal aus hier, Nerd. Zack. Da wartet er schon. So, zack. Ich habe wieder den schönen Finjay-Namen da vorne drin. Mal gucken, ob er hier so weggeht. Ja, manchmal geht das ja, wenn man hier auf das, auf die Sternenkarte geht. Ja, und dann hier was anwählt, so. Ja, ah, da ist er weg. Ich kann nicht hören. Weiß ich nicht. Was sagst du? Guck grad mal. Ja, hier schreibt einer gerade im Chat, dass man dich nicht hören will. Gar nicht? Oder nur, wenn ich den Knopf nicht drücke? Ja, ich habe gerade nochmal gefragt.
So, wir müssen auf jeden Fall mal gucken, ob wir hier schon eine Mission haben. Ah, der bekommt mit, dass du was sagst, aber man versteht kein Wort, das ist der Server. Ja, leider. So, ich muss mal, können wir noch mal ganz kurz hier gucken. So, frag mal, ob sie jetzt besser ist. Oh Gott, was hast du getan? Hallo? Hörst du mich? Was hab ich getan? Das ganze Schiff ist zerstört hier hinten gerade. Ich hab gar nichts gemacht. Hast du bestimmt einen Meteoriten gerammt? So, frag mal, ob er mich jetzt besser versteht. Ich hab nochmal im Mobiglas rumge... Was? Ja, warte, ich komme. So, hier kommt man auch nicht zur Ruhe, ne? Immer am Kämpfen. So, wo ist er, der Sauhund? Da ist er. Hier, Dominic Bloomberg. Wollt ihr ihn noch fertig machen, oder? Was hast du zu? Dominic Bloomberg ist da hinten. Aber der interessiert uns nicht, ne? Ja, du haust ja ab. Fliegst ja in die andere Richtung, glaube ich. Wir hauen ab, ne? Oder? Ja, wir hauen ab. So, ne? Freunde, ich würde mich mal an dieser Stelle von euch verabschieden. Ja? So, ist ganz dunkel hier. So, hier. Ja? So, ich verabschiede mich aus dem Dunkeln von euch. Und wir sehen uns... hier los, ey. In der nächsten Episode wieder, wenn es weitergeht mit Finjays und Sidgus Abenteuer. Bis dann. Tschüss.